Gut, wenn alle soweit sind, können wir starten. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur offiziellen Vorstellung von Klaus Allofs als Vorstandsmitglied von Fortuna Düsseldorf. Neben Klaus Allof selbst begrüße ich unsere beiden Aufsichtsratsvorsitzenden Björn Borgerding und Sebastian Fuchs und unseren Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann. Das erste Wort oder die ersten Worte haben unsere Aufsichtsräte Björn und Sebastian, bitte. Mikrofon ist an. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Von meiner Seite aus herzlich willkommen hier in der Arena zu diesem tollen Tag. Ich möchte noch mal ein bisschen einleitend Revue passieren lassen, die letzten Wochen. Auch noch mal zwei, drei Sätze zu letztem Samstag. Ganz, ganz wichtiger Tag für Fortuna Düsseldorf, ein ganz, ganz toller Tag für Fortuna Düsseldorf. Wir haben gewonnen, ganz, ganz wichtig. David Kownacki hat ein Tor gemacht. Wir hatten wieder Zuschauer in der Arena, auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für uns, für den ganzen Fußball. Und die Kirsche war, glaube ich, die Bestellung von Klaus Allofs, der hier rechts neben mir sitzt. Wir haben wieder ein Gesicht, wir haben eine Identifikation, auch weil er in einer anderen Liga spielt. Aber er sitzt hier neben uns und wir sind sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass er hier heute bei uns ist. Ich möchte mich auch nochmal bei Thomas Röttgermann bedanken, denn Thomas Röttgermann hat Anfang des Jahres ein bisschen die Tür aufgestoßen zu Klaus Allofs. Er hat ihm die Hand ausgereicht und hat ihm gesagt, hier, komm zurück in die Fortuna-Familie, weil er ihm auch Karten zur Verfügung gestellt hat, die Klaus dann auch angenommen hat. Du warst regelmäßiger Gast hier, Klaus, dann ja auch bei den Spielen vor dem Lockbittert. Ja, und irgendwann, weil wir uns auch gar nicht so gut kannten persönlich, außer Smalltalk, aus der Arena, habe ich dann mal den Hörer abgehoben und habe gesagt, wir müssen mal einen Kaffee trinken. Und das waren sehr, sehr gute Gespräche und daraus ist dann ein bisschen mehr geworden. Ich habe dann irgendwann meinen Stellvertreter, Sebastian, der hier links neben mir sitzt, habe ich dann mit dazugenommen und es ist ein bisschen Fahrt in die Gespräche halt auch einfach reingekommen. Ich finde es unglaublich, das muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Nachricht und dieser Name Klaus Allofs, dass der nicht durchgesickert ist. Das ist im Fußball nicht normal, das ist auch, wenn man sich die Vergangenheit so ein bisschen anguckt, das ist auch bei Fortuna nicht immer normal, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir das Heft des Handelns wirklich in der Hand gehabt haben und dann nach dem Spiel, nach dem Sieg auf den Knopf gedrückt haben und die Pressemitteilung auch versenden konnten. Klaus Allofs wird in Zukunft für CSR. Er wird für die gesamtfußballerische und sportliche Ausrichtung im Club vom NLZ bis hin zum Lizenzspielerbereich zuständig sein. Es wird aber eine ganz, ganz klare Trennung zu Uwe Klein geben und der ist, glaube ich, auch hier, Uwe. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir den Uwe haben. Uwe ist unser Sportvorstand und wir haben uns ganz, ganz bewusst auch für Uwe entschieden und schätzen ihn unglaublich, wie alle unsere anderen Vorstände halt auch. Er wird sich weiter um das Tagesgeschäft kümmern. Natürlich ist klar, dass es einen intensiven Austausch auch geben muss mit Klaus Allofs, aber auch mit dem ganzen Vorstandsteam natürlich, wie das in der Vergangenheit auch funktioniert hat. Und jetzt mit einem vierten Vorstand, der so ein Netzwerk mitbringt, der so eine Erfahrung mitbringt, ist das, glaube ich, nochmal deutlich wichtiger. Fußball ist unser Kerngeschäft. Wir haben unser Kerngeschäft weiter gestärkt und da sind wir wirklich stolz und froh, dass das geklappt hat. Ich wollte sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich glaube und überzeugt bin, dass wir mit diesem Vorstandsteam, Christian Koke für die Vermarktung, mit Uwe Klein als Sportvorstand, mit Klaus Allofs, Aufgaben habe ich gerade grob skizziert, aber vor allem auch mit Thomas Röttgermann, hier rechts neben Klaus Allofs, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ich möchte auch ganz klar sagen, dass Thomas Röttgermann auch sehr bewusst weiter unser Vorstandsvorsitzender sein wird und bleiben wird, weil wir mit seiner Arbeit wirklich zufrieden sind. Und wir glauben, dass das wirklich sehr, sehr gut klappen wird, auch in Zukunft, in der Zusammenarbeit, vor allem auch mit Klaus Allofs. Und beide haben bewiesen halt auch, dass es funktioniert, denn sie haben in der Vergangenheit wirklich schon sehr, sehr erfolgreich auch zusammengearbeitet. Ein Appell, und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, das wollte ich hier heute auch nochmal in der Runde sagen. Es geht nur im Team. Darauf wird es ankommen. Der Teamgedanke muss wirklich über allem stehen einfach, sonst funktioniert das nicht und nur so werden wir Fortuna erfolgreich bekommen. Wir müssen das vorleben. Ich gucke hier an die Kollegen halt auch, hier in meiner Reihe, aber natürlich auch zu den anderen Vorstandskollegen, die da vorne sind. Da muss sich jeder ein Stück weit zurücknehmen, denn der Club steht wirklich über allem. Ich möchte mich hier zu allerletzt nochmal bedanken, wirklich für die sehr, sehr guten und vertrauensvollen Gespräche mit dir, Klaus, aber auch bei meinem Stellvertreter, bei Sebastian. Das war eine überragende Zusammenarbeit, die unglaublich viel Spaß gemacht hat, die sehr intensiv war,
aber auch bei den Kollegen aus dem Gremium. Wir hatten auch unruhige Zeiten, aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir gemeinsam für die Fortuna Tolles bewirken können, halt einfach. Dafür möchte ich danken und das war es vielleicht mit meinen ersten Worten. Vielen Dank, dass Sie heute alle hier sind. Sebastian, möchtest du direkt weitermachen? Ja, sehr gerne. Auch von mir herzlich willkommen. Ich glaube, heute ist ein sehr, sehr positiver und schöner Tag für Fortuna Düsseldorf, weil wir sicherlich eine der größten Persönlichkeiten dieses Vereins zurückholen konnten. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber der Björn hat es gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man die Historie unseres Vereins sieht, dann muss man erkennen, dass es diesem Verein immer gut ging, wenn zwei Sachen eingetreten sind. Das ist Ruhe und das ist Teamgeist. Und ich glaube, wir haben relativ schnell in den Gesprächen mit Klaus Allofs gemerkt, dass er für eine gewisse Ruhe steht. Auch wenn Björn und ich in den Verhandlungen dann schon sehr aktiv und agil waren, hat man seine Erfahrung und seine Ruhe in Verhandlungsgeschick und weiteren Themen gesehen. Das hat sehr gut getan, aber halt auch, wie glaubhaft und wie geradlinig er für Sachen eingestanden ist, wie er die Gespräche mit Uwe Klein geführt hat, wie er da das klare Signal gegeben hat, dass das kein Konkurrenzkampf ist, dass nicht Uwe Klein irgendjemand jetzt vor die Nase gesetzt wird, sondern dass da eine herausragende Persönlichkeit jetzt zu uns stößt und uns als Puzzleteil im Vorstand ergänzt. Und da bin ich sehr dankbar für. Vielen Dank, Sebastian. Dann Thomas Röttgermann, bitte ich um deinen Kommentar. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich will das auch nur mal ausdrücklich sagen. Ich sitze hier stellvertretend auch für meine anderen Vorstandskollegen Uwe Klein und Christian Koke. Und wir sind alle sehr glücklich, dass Klaus Allofs uns in unserem Team bereichert und seine Erfahrungen einbringt. Björn hat es schon gesagt, wir sind, seit wir gemeinsam in Wolfsburg waren, immer im Kontakt geblieben. Und mir war sehr schnell klar, auch als ich zur Fortuna kam, also direkt auch schon eigentlich nach meinem Amtsantritt, dass eine riesige Bereicherung wäre für unsere Arbeit, wenn Klaus im Boot wäre. Wir haben ganz oft miteinander gesprochen. Warum habe ich das geglaubt? Es liegt eigentlich auf der Hand. Das sind drei verschiedene Aspekte, die uns alle bewogen haben, diese Gespräche zu führen. Das eine ist, natürlich eine Düsseldorfer Legende ist. Er hat hier Überragendes als Spieler geleistet. Er ist dem Verein immer verbunden gewesen. Er ist ein Düsseldorfer. Niemand steht besser für die Fortuna. Niemand steht besser für Düsseldorf, als es Klaus Allofs tut. Darüber hinaus hat er durch seine Tätigkeit bei den anderen Vereinen, bei denen international vernetzt ist, dass er eine Vision hat, dass er Ziele hat, dass er mit Situationen umzugehen weiß, dass es unschätzbar, so eine Persönlichkeit auch im Verein zu haben. Und letztlich, und das ist das aus meiner Sicht Entscheidende, dass Klaus ein Teamplayer ist. Es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, aber ich habe es eben auch selber auch in der Zusammenarbeit wahrgenommen. Ich bin sehr, sehr glücklich drüber. In der Sache, jeder weiß, wie kompliziert und wie komplex das Fußballgeschäft geworden ist. Ja, wie viele verschiedene Bereiche zu bearbeiten sind, was gerade... Mich überwältigend, was da an Rückmeldungen gekommen ist, das war schon außergewöhnlich. Und ja, vielen Dank auch für die Einschätzung oder für die Vorschusslorbeeren oder für die Dinge, die von mir erwartet werden oder wie man mich sieht. Ich denke, das ist aber alles sehr, sehr positiv und nimmt mich natürlich ein ganzes Stück weit auch in die Pflicht. Und das ist eine große Verpflichtung auch ja, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, eben hier Dinge bei der Fortuna bewegen zu können. Vor einigen Wochen war das für mich gar nicht abzusehen, dass ich dann mal hier im Reihe sitzen werde. Da waren meine Gedanken, gingen eigentlich in andere Richtungen. Und da kam das eben schon erwähnte Gespräch, der Anruf kam, sollen wir uns nicht mal zusammensetzen, sollen wir uns nicht mal austauschen, was eben für die Fortuna, ob man nicht eventuell für die Fortuna gemeinsam etwas bewegen könnte. Und ich habe sehr schnell gespürt, dass das ernst gemeint war, dass das wirklich seriös geführt worden ist. Auch die Tatsache, dass es wirklich über Wochen nicht rausgesickert ist, das ist etwas in unserem Milieu, was nicht so häufig vorkommt, hat aber unterstrichen, dass man begriffen hat, dass man das seriös angehen muss, um da vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen. Und sehr schnell ist bei mir dann auch die Überzeugung gewachsen, darüber musst du unbedingt nachdenken. Das könnte der Moment sein. Und
Und dennoch war es so, dass ich, das gebe ich offen zu, dass das nicht sofort war, jawohl, das mache ich, sondern ich musste diesmal, sollte es nicht nur eine Bauch- und nur eine Herzensentscheidung sein, sondern darüber hinaus musste ich auch das Gefühl bekommen, jawohl, hier kannst du etwas bewegen. Und um das zu spüren, hatten wir natürlich die Gespräche, die waren sehr wichtig dafür, aber viel wichtiger waren auch noch die Gespräche mit Thomas Röttgermann und natürlich mit Uwe Klein. Das war für mich eine absolute Voraussetzung. Ich wollte hier nicht hinkommen und bestehende Strukturen in gewisser Weise, will nicht sagen zerstören, aber ein funktionierendes Konstrukt einfach eben nicht mehr funktionieren lassen, sondern mein Ansinnen ist es einfach, mit der Fortuna etwas zu bewegen. Und das ist es, was ich auch als meine Aufgabe sehe. Wenn wir auf der einen Seite mein Themenfeld sehen, da kann man drauf eingehen und in den nächsten Wochen auch intensiver drauf eingehen. Aber das ist klar, das ist Handwerk. Wir werden Ideen sammeln, wir werden Strategien entwickeln und dann werden wir sehen, wie wir die Dinge umsetzen. Da sind wir wirklich auch in einer schwierigen Situation. Das kann man ruhig sagen. Wir sind abgestiegen in die zweite. Wir haben die Corona-Zeit und. Der Fußball steht da, glaube ich, an einer ganz wichtigen Stelle, auch von der Entwicklung her. Da müssen wir Antworten haben, aber ich glaube, das werden wir finden. Aber was noch viel wichtiger für mich ist, und das sehe ich auch als eine sehr wichtige Aufgabe oder als eine vordringliche Aufgabe, ist es einfach, das Potenzial bei der Fortuna zu wecken. Oder was ist möglich bei der Fortuna? Es wird immer viel darüber diskutiert, ja, eigentlich müsste Fortuna in der ersten Liga spielen, eigentlich müsste es denen viel besser gehen. Aber das Umsetzen, das ist die Schwierigkeit und ich bin sehr, sehr gespannt. Und das war eigentlich auch der springende Punkt. Ich bin sehr gespannt, was ist mit der Fortuna möglich? Was können wir gemeinsam im Team, was können wir da entwickeln? Und da habt ihr mir schon sehr viel Munition weggenommen mit dem Teamgedanken. Aber das war wirklich vom ersten Tag an, war das meine Maxime eben auch für die Arbeit, die ich hier leisten möchte und die übrigens auch eine Grundlage war für den Erfolg, den ich in meiner Zeit in Bremen, aber auch in Wolfsburg hatte. Es war dieser Teamgedanke. Man muss insbesondere, wenn man in so einer Konkurrenzsituation zu den anderen Clubs steht, dann kann man sich nicht erlauben, Energien zu vergeuden. Man muss sehen, dass man an einem Strang zieht, dass man gemeinsam arbeitet. So, und das ist mein Ziel, das eben hinzubekommen. Man braucht das. Wir wollen Ziele erreichen. Über die sportlichen Ziele werden wir später reden, wenn ich mich erstmal orientiert habe und wenn ich mit Uwe Klein, aber auch mit Uwe Rösler über die Dinge geredet habe. Aber auch wirtschaftlich oder auch vom Standing des Clubs wollen wir Dinge entwickeln. Und das kann man nur, wenn man es gemeinsam macht. Und da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Nicht nur in der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, sondern auch mit meinem Kollegen im Vorstand, denke ich, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten werden. Die ersten Gespräche waren sehr erfolgsversprechend und ich bin überzeugt, dass es auch in der Form so weitergeht. Also Sie sehen, es gibt eine Menge Dinge zu tun und die Voraussetzungen sind, glaube ich, gut. Fortuna bietet da eine Menge Potenzial. Jetzt gilt es eben, wirklich da an einem Strang zu ziehen. Und das muss man auch sagen, dazu gehört in Düsseldorf nicht nur, oder überall gehört das nicht nur dazu, das sind nur die handelnden Personen, sondern dazu gehören auch unsere Mitglieder, dazu gehören unsere Fans, dazu gehört auch unser Umfeld, auch die Medien. Wir sind davon abhängig, dass auch die Fortuna, dass man positiv die Dinge angeht, wenn wir in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren stehen, dass wir ein verlässlicher Partner sind für alle und dass wir uns weiterentwickeln können. Das sind so im Groben meine Wünsche für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre und ja, dass die Zusammenarbeit so wie es angefangen hat, dass es auch in dieser Form weitergehen wird. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Klaus Allofs. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben hier vorne ein Mikro aufgebaut. Dann könnt ihr euch gerne da hinstellen und eure Fragen stellen an die Protagonisten hier vorne. Willkommen in Düsseldorf. Was Danke. Hätten Sie denn konkret gemacht heute, wenn Sie nicht hier als Vorstand vorgestellt worden wären? Was zu dieser Uhrzeit, um diese Uhrzeit? Also wahrscheinlich hätte ich Sport getrieben. Wunderbar. Was Ihre Berufung jetzt angeht, noch hört sich das für mich relativ vage an. Also es sind
größere Schlagworte, die das Ganze ummanteln. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie ist jetzt ganz konkret auch das Miteinander zwischen Ihnen und Uwe Klein? Weil da ja die Überschneidungen dann doch am Ende des Tages mal weniger, mal größer sind. Aber Sie sind halt eben da, die Überschneidung. Wie ganz konkret sieht Ihr Tagesgeschäft aus? Also wir werden, und da werde ich jetzt erstmal nicht konkret, aber wir werden im Vorstand, werden wir natürlich in allen Bereichen, werden wir Schnittmengen haben, wo der eine in den anderen Bereich des anderen vielleicht eingreifen wird oder wo die Expertise auch nötig ist. Und da wird es sich auch zeigen, wie wir da miteinander umgehen und wie wir das zum Wohle der Fortuna lösen werden. Ganz konkret im sportlichen Bereich ist es natürlich klar das war auch in unseren Gesprächen, lag das auf der Hand, dass diese Frage natürlich allen unter den Nägeln brennt. Wie wird das mit Uwe Klein, wie wird das mit Klaus Allofs werden, wie kommen die zueinander? Also ich sehe mich schon als derjenige, der für den gesamten Bereich des Fußballs zuständig ist, das heißt auch für die Perspektive, die Fortuna dort entwickelt. Wie wird sich Fortuna im sportlichen Bereich aufstellen? Und das geht auch vom Lizenzspielerbereich natürlich bis hin zum Nachwuchsbereich. Dort wird es sehr viele Gespräche geben, wie wir uns strukturieren werden. Wie sind erstmal, das muss ich erstmal betonen, ich werde jetzt nicht morgen sagen, so und so wird es geschehen, sondern ich werde mich erstmal orientieren und werde sehen, was gibt es, wie ist die Fortuna aufgestellt, und dann werden wir die Themen erörtern, die eben anzugehen sind. So, und darüber hinaus werden wir alle sportlichen Entscheidungen, werden wir diese diskutieren, werden sehen, was der richtige Weg ist. Und Uwe Klein wird natürlich weiterhin ganz eng an der Mannschaft dran sein, wird diese Funktion, die er bisher ausgeübt hat, wird er weiterhin ausüben. Aber, und ich denke, das ist keinerlei Einschränkung, da gibt es keinen Sieger und keinen Verlierer. Darüber hinaus hat er jetzt die Möglichkeit zu tauschen. Und ich habe die Möglichkeit, ihm vielleicht Ratschläge zu geben. Ich glaube, der Kollege kommt gleich noch dazu, aber noch dann deswegen nutze ich die Chance, eine Frage nachzuschieben. Bis zum 5. Oktober jetzt ganz konkret, sind es ja noch 2-3 Tage, haben Sie da schon ganz konkrete Überlegungen, vielleicht auch noch irgendwas in Ihrem Sporttäschchen, das Sie ja jetzt nicht mehr dafür benutzen müssen, im Gepäck, wo Sie sagen, dass die Vorstellung könnte ich der Fortuna noch herantragen? Da spielen wir gleich das, was ich gerade eben schon erklärt habe. Da werde ich nicht kommen und sagen, so, ich habe den Spieler oder diese Möglichkeit. Das Wichtigste, was eben auch nach dieser Pressekonferenz ansteht, ist, dass Uwe Klein und ich, dass wir uns ganz intensiv darüber austauschen, was jetzt auch sportlich noch nötig ist. Und nicht nur wir beide werden uns austauschen, sondern Uwe Rösler wird natürlich auch dazu stoßen. Und wir werden sehen, auf welchen Positionen oder wo wir insgesamt, da wird jeder seine Meinung einbringen, wo wir einfach noch Handlungsbedarf sehen. Und dann darauf aufgesetzt werden wir natürlich versuchen, die Hausarbeit, die schon gemacht worden ist, die Möglichkeiten, die sie schon anbieten, aber vielleicht kann ich da neue Ideen oder andere Möglichkeiten noch mit einbringen, damit einfließen lassen. Also da werden wir gleich das, was wir in unserer in Anführungszeichen Regierungserklärung gesagt haben, werden wir gleich in die Tat umsetzen. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen auch von mir, Christian Kitsch von der Bild-Zeitung. Ich habe auch noch mal eine Frage, die in die gleiche Richtung zielt, weil ich kann mit den Antworten, die kann ich noch nicht so ganz greifen. Also was ist genau, ich verstehe nicht, was ist der Unterschied zwischen einem Vorstand Sport und einem Vorstand Fußball? Sie sagen auch, Sie sind für das Konzeptionelle verantwortlich, für die Strategie. Dazu gehören nach meinem Verständnis aber auch Transfers zum Beispiel, weil wie stellt sich der Verein auf, wo möchte ich hin, welche Ziele möchte ich erreichen, was ja bisher das Aufgabengebiet von Uwe Klein ist. Dazu kommt, dass Sebastian Fuchs direkt sagte bei Ihrer Vorstellung oder Bekanntgabe, dass man einen der erfolgreichsten Manager Deutschlands holen konnte. Wenn das so ist, und daran zweifle ich jetzt erstmal nicht, wäre es dann nicht fahrlässig, wenn man Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich dann außen vor lassen würde? Das tut man ja auch nicht, und das war auch eine ganz wichtige Teil oder ein wichtiger Teil unserer Gespräche, dass ich gesagt habe, natürlich kann ich etwas für die Fortuna machen ich brenne auch darauf, etwas für die Fortuna zu machen, aber es kann am Ende, kann es niemals ohne Einfluss im Sport sein oder im Fußball sein. Das würde uns erstmal keiner glauben und würde auch meinen Fähigkeiten nicht gerecht werden. Daher
wird der gesamte Bereich, wird von uns beiden am Ende beackert werden müssen. Und in der Vergangenheit war es auch so, dass Uwe Klein nicht alleine entschieden hat, welche Spieler verpflichtet werden, sondern es musste zumindest ein Vorstandsmitglied musste dem zustimmen, dass die Entscheidungsfindung natürlich zum großen Teil auf seinen Schultern lastete und ich denke, in Absprache mit Uwe Rösler dann auch gemacht worden ist oder mit anderen Trainern. Das war bisher so und das erweitert sich um eine Person und das bin ich. Und von daher ja, glaube ich, dass es da keinerlei Kompetenzgerangel geben wird. Ich glaube, wir nutzen einfach unsere Fähigkeiten. Uwe Klein, das habe ich aus der Ferne habe ich das beobachten können, hat, glaube ich, in der Vergangenheit da sehr gute Arbeit geleistet, hat mit wenigen Mitteln, glaube ich, dort sehr interessante Spieler zur Fortuna holen können. Also darauf kann man ja absolut aufbauen. So, und ich hoffe, dass ich durch meine Erfahrung und durch meine Sicht der Dinge, ja, dass ich das kann und dass wir insgesamt noch besser aufgestellt sind. Könnte man es dann vielleicht so formulieren, dass der Bereich von Uwe Klein jetzt so ein bisschen zweigeteilt wird und auf vier Schultern quasi, ja, oder mit vier Schultern jetzt belastet wird, was vorher zwei Schultern getragen haben? Also wir müssen sehen, wie es im Tagesgeschäft, wie es dann letztendlich aussieht. Aber ich glaube, dass viele Dinge, die in einem Verein zu planen sind, zu regeln sind, dass wir uns die abnehmen können. Und für mich ist eben auch der Bereich der Planung, der Vision, wo kann Fortuna hingehen, wie können wir uns in anderen Bereichen weiterentwickeln, dass das im Vordergrund steht und dass das, glaube ich, ein Part ist, den Uwe Klein noch nebenher vielleicht machen musste und das in einem harten Tagesgeschäft, wo man sehr viele, jetzt geht es erstmal darum, eben Spieler ausfindig zu machen, aber auch immer der tägliche Umgang mit den Spielern, mit den Trainern, ich denke, das ist etwas, was sehr fordernd ist und ich glaube, da macht es absolut Sinn, wenn man das auf, wie Sie es so schön gesagt haben, nicht nur auf zwei Schultern lasten lässt, sondern auf vier. Noch eine Frage jetzt vielleicht zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das richtig gelesen habe, wollen Sie versuchen, dass Fortuna die ambitionierten, aber auch realistischen Ziele erreichen kann? So haben Sie es, glaube ich, in der Art formuliert. Ja. Was sind denn realistische Ziele, A, auf diese Saison einmal bezogen und dann vielleicht auch längerfristig in Ihren drei Jahren Amtszeit? Also ein Verein wie Fortuna Düsseldorf und so wie er mit der Vergangenheit, mit dem Standort und so weiter, mit den positiven Dingen, die man der Fortuna eben zuschreiben kann, glaube ich, muss die Ambition sein, in der ersten Liga zu spielen. Ich glaube, da müssen wir uns also auch nicht, da müssen wir uns auch nicht verbiegen und müssen da nicht über andere Dinge reden. Aber wir müssen trotzdem, und das ist ganz wichtig, das ist erstmal die Aussage, aber wir müssen erstmal sehen, was ist realistisch. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz kluge Vorgehensweise gewesen bisher und da werde ich auch nichts dran ändern. Erstmal abzuwarten, wie sieht die Mannschaft aus nach dem Transferschluss, wie können wir dann die sportliche Situation einordnen, um dann wirklich ein konkretes Ziel auszugeben. So, und so ein konkretes Ziel kann natürlich immer wieder korrigiert werden, aber ich glaube, das wäre unseriös, wenn ich jetzt etwas dazu sagen würde. Von daher werden wir das ist damit gemeint, auf der einen Seite ambitioniert. Ich glaube, wir wollen zurück in die erste Liga, wir wollen zum Kreis von Mannschaften gehören, zu einem Kreis von Clubs gehören, die in Deutschland zu der Elite erste Liga gehören. Aber wir wollen auch realistisch bleiben, wir wollen nicht irgendwelche Traumschlösser aufbauen, wo ein Scheitern schon vorprogrammiert ist. Aber das Wichtigste ist auch, eben auf der einen Seite eben diese Ambitionen zu formulieren, aber auch einen Weg finden und eine Strategie finden, wie man diese Ambition dann eben auch mit Leben füllen kann. Ich dachte, das ist etwas, was, glaube ich, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ansteht. Ich habe eine Frage noch, Herr Alofs, an Sie. Sie haben eben in so einem Halbsatz gesagt, dass Sie vor ein paar Monaten noch ganz andere Überlegungen in Ihrem Kopf hatten. Können Sie uns vielleicht daran teilhaben, was das für Pläne waren, die Sie da eigentlich vielleicht, die da bei Ihnen größer waren als jetzt diese Aufgabe? Nicht in der Form, das wäre dann wirklich zu privat, aber und auch nicht in der Form, dass ich Ihnen sagen könnte, dass ich mit anderen Clubs geliebäugelt hätte, das vielleicht auch. Diese Aufgabe oder die mir eben zugetragen worden ist, ich glaube, das kann ich so sagen, eine Entscheidung, eben das zu machen, ist nur im Zusammenhang mit Fortuna Düsseldorf gefallen.
Das hätte ich in dieser Form vielleicht bei einem anderen Club nicht gemacht, aber ich glaube einfach an die Fortuna. Ich fand das ganz schön, was André Hoffmann, glaube ich, vor 2-3 Tagen gesagt hat. Er sieht was Großes in der Fortuna, das sehe ich auch. Aber es nützt nichts, wenn wir das nur sehen, sondern wir müssen es beleben, wir müssen es wecken. Und das ist der Grund, warum ich eben meine Aufgabe jetzt bei der Fortuna angenommen habe. Und dann habe ich noch eine Frage vielleicht an Björn Borgerding zur Sitzordnung heute. Wäre es nicht vielleicht für den Schulterschluss, für das, was symbolisch auch gezeigt werden soll, cleverer gewesen, Uwe Klein mit auf dieses Podium zu nehmen? Weil es wird ja jetzt sehr viel über ihn geredet und sehr viel über diese Aufgabenteilung. Und in gewisser Weise hätte man ja auch sagen können, es macht Sinn, ihn hier mit zuzusetzen und nicht auf das, an den Stehtisch zu setzen, um ihn mit in den Dialog reinzuholen. Wir nehmen ihn gleich in die Mitte auf dem Foto, was auch sehr viel Symbolkraft haben wird. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist allerhöchste Wertschätzung für Uwe Klein hier rübergekommen. Und heute steht vor allem Klaus Allofs auch erstmal im Mittelpunkt. Das ist die Pressekonferenz, wo wir ihn vorstellen. Aber ich glaube, wir haben uns alle sehr, sehr klar zu Uwe Klein geäußert, dass wir ganz, ganz froh sind und seine Arbeit sehr, sehr wertschätzen. Und deswegen werden wir auch ein gemeinsames Bild machen. Da werden wir uns als Aufsichtsrat auch ein Stück weit zurücknehmen, sondern da steht der Vorstand und der Teamgedanke zwischen den Vieren einfach im Mittelpunkt. Und ich glaube, das beantwortet alles. Dann habe ich auch noch eine Frage, wenn kein anderer aktuell möchte. Herr Borgerding, auch vielleicht die Frage an Sie. Sie haben auch gesagt, Sie sind froh und Sie sind sehr glücklich. Und man merkt auch, wie enthusiastisch Sie sind, dass Klaus Allofs da ist als neues Gesicht des Vereins. Gibt es denn auch Gedankenspiele, dass er vielleicht irgendwann mal in Zukunft, ich rede jetzt nicht von heute, morgen oder irgendwann, auch der Boss des Ganzen wird, also irgendwann mal Vorstandsvorsitzender wird? Nein, gibt es überhaupt keine Überlegungen. Ich habe das auch sehr, sehr deutlich gesagt eben. Wir sind froh, dass Thomas Röttgermann hier ist. Es gab auch zu keinem Zeitpunkt die Überlegung, dass er nicht mehr unser Vorstandsvorsitzender wird. Und das bekräftige ich hiermit einfach gerne auch nochmal ganz, ganz deutlich. Ich schiebe mich noch einmal schnell dazwischen. Hallo. Ist öfters der Begriff Außenminister für Fortuna Düsseldorf gefallen. Können Sie sich mit diesem Begriff irgendwie anfreunden, dass Sie sozusagen als Außenminister? Also ich habe den so noch nicht vernommen, aber ich kann mir vorstellen, was Sie damit meinen. Das ist ja nicht zu verhindern. Und ich kann ja, auch wenn ich jetzt viele Dinge erklärt habe, insbesondere auch im Innenverhältnis zu Uwe Klein, wird natürlich immer im Hintergrund stehen, dass ich ja schon bei Bremen, dass ich schon bei Wolfsburg war und, dass ich eine viel längere, größere Erfahrung habe. Und von daher wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten so sein, dass ich vielleicht etwas mehr in den Schlagzeilen stehen werde, als es andere sind. Und von daher werde ich natürlich die Fortuna auch nach außen in gewisser Weise stärker zu vertreten haben als meine Kollegen. Das ist nicht zwingend gewollt, also ich dränge dort nicht in den Vordergrund, aber ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Und wenn ich damit Gutes tun kann und wenn ich die Popularität und das Interesse für die Fortuna damit steigern kann, dann mache ich das sehr gerne. Thomas Nowak, SED. Herr Allofs, Sie haben ja höchste Höhen dieses Vereins mitgemacht, ein vielleicht halbes Tor im Europapokalfinale geschossen, man weiß es nicht genau, aber auch die Tiefen. Was hat Sie denn besonders geprägt und wo auf dieser Skala würden Sie die jetzige Lage einordnen? Das ist aber eine Frage. Ja, gut. Zum Tor müssen wir, glaube ich, nicht sagen. Das haben wir beide geschossen, aber Thomas ist als Torschütze angegeben worden und das ist auch absolut in Ordnung. Wir beide sind da wirklich zufrieden mit. Fortuna ist mein Heimatverein, um das mal so zu sagen. Düsseldorf ist meine Heimatstadt. Ich bin in Düsseldorf geboren, habe zwar bei TuS Gerresheim begonnen, Fußball zu spielen, aber bin dann schon, auch während dieser Zeit, bin ich mit der Fahne in den Flingerburg gezogen und habe mir die Spiele angeschaut, habe Autogramme
meiner späteren Mitspieler gesammelt schon als kleiner Junge. Und also von daher war das ein Traum ist in Erfüllung gegangen, als ich Profi bei Fortuna werden konnte. Und als ich als Spieler von Fortuna Düsseldorf dann Nationalspieler werden konnte, das war natürlich, eigentlich hat man schon gedacht, jetzt hast du das Größte erreicht, was du erreichen kannst. Aber man weiß nie, was später kommt. Und bei mir kamen dann eben noch ein paar andere Stationen. Erstmal die durchaus schwierige Situation, zum ersten FC Köln zu gehen, dort aber auch einigermaßen erfolgreich zu sein. Dann war es der Abstecher nach Frankreich mit Marseille und Bordeaux. Ich hatte immer das Glück, eben in guten Mannschaften zu spielen, dementsprechend auch die Möglichkeit zu haben, Pokale oder Meisterschaften zu gewinnen. Und dann hatte ich das große Glück, eben zum Abschluss meiner Karriere Bremen mit Otto Rehhagel erleben zu dürfen. 3 Titel in 3 Jahren. Also Sie sehen schon, das Einschätzen der sportlichen Zeit ist sehr, sehr schwierig. Eigentlich überall Erfolge waren und ich mich wirklich schwer tue mit der Einschätzung, wo war es am schönsten. Aber das Wichtigste, das muss man sagen, war die Fortuna, weil hier ging es los. Hier hatte ich das Glück, dann auch einen Trainer zu haben, der auf mich gezählt hat, auf mich gebaut hat und da konnte die ganze Sache starten. So, und das ist natürlich in der Betrachtung auch der Aufgabe, ist das eine ganz wichtige Sache, dass man in seiner Heimatstadt, wenn man dann sieht, der Club spielt nicht mehr die Rolle wie noch vor einigen Jahren. Man ist doch ziemlich weit weg vom internationalen Wettbewerb und. Es könnte vieles anders laufen, was ich jetzt gar nicht als Vorwurf ausspreche, sondern wir haben auch veränderte Rahmenbedingungen. Aber es ist einfach immer wieder die Frage, kann man das verändern? Kann man das mit der Anwesenheit oder kann man das mit den Ideen, die man einbringen kann, kann man das verändern? So, und das habe ich eben schon gesagt. Das ist für mich wirklich eine spannende Frage und ich glaube, dass es gehen könnte, wenn alle Dinge wirklich so eintreffen, wie wir uns das vorstellen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir eben auch wegkommen von diesem dieser Denke, wer hat was zu sagen, wer verliert da oder wer muss zurücktreten. Es geht uns gemeinsam. Ich muss das wirklich nochmal herausstellen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann wird es nicht funktionieren. So, und alle Qualitäten, die wir haben, alle Talente, die wir haben, müssen wir einbringen. Und davon gibt es hier genügend. In verschiedenen Bereichen. Alle haben sich der Fortuna verschrieben. Alle wollen alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. So, und das wollen wir jetzt zusammensetzen und das als Ganzes dann auf den Weg bringen. Also, ich hoffe, dass die Frage einigermaßen beantwortet ist. Fällt mir gerade auch noch eine Frage ein, weil Sie gerade sagten, Sie haben nicht sofort zugeschlagen und haben ein bisschen gezögert, so mit meinen Worten jetzt. Was war denn dann der Ausschlag am Ende? Waren das die Gespräche mit Borgerding und Fuchs oder war das die Freundschaft zu Röttgermann, der dann nochmal gesagt hat, komm, du musst das machen? Oder was war letztendlich der Punkt, wo Sie sagten, ja, ich mach's? Es war die Gesamtheit der Gespräche. Aber vielleicht noch, ich glaube, das ist ganz gut, weil vielleicht habe ich da etwas rausgehört oder einen Zungenschlag gehört, der eigentlich gar nicht stimmt. Wir beide sind befreundet. Wir haben in Wolfsburg haben wir sehr eng zusammengearbeitet, waren sehr erfolgreich miteinander. Aber das ist keine Kumpelgeschichte, sondern es ist eine. Den Zungenschlag haben Sie falsch rausgehört. Na gut, sondern hier geht es wirklich um die Sache. Und deswegen war es so entscheidend, das habe ich auch gesagt, wir haben, dass der Verein in Form des Aufsichtsrats sich um mich bemüht hat. Das hat gut getan, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, aber ich habe gleich gesagt, das nützt alles nichts, wenn wir hier nicht, wenn die Gespräche mit den entscheidenden Leuten, und das war Thomas Röttgermann, aber ich würde sogar noch sagen, noch stärker Uwe Klein, wenn die nicht positiv verlaufen, dann hat es keinen Sinn. So, und die Signale, die von den beiden gesendet worden sind und das, was ich auch jetzt im Umfeld mitbekomme, die sind absolut so zu deuten, dass man hier zusammenarbeiten möchte und dass es hier nicht um irgendwelche Kompetenzgerangel geht und um das nochmal klar zu beantworten, das war ausschlaggebend eben für diese Entscheidung. Nochmals, wenn mein Herz entschieden hätte, hätte ich sofort am nächsten Tag ja gesagt, weil wenn man diese Möglichkeit hat, dann muss man das machen. Aber besser ist, wenn das Herz spricht und dann noch der Verstand. Ich glaube, da ist die Aussicht auf Erfolg noch ein bisschen größer.
Vielleicht doch noch eine Frage, die dann aber auch wieder mit, leider, es tut mir leid, mit Kompetenzen zu tun hat. Nehmen wir mal den Fall an, Uwe Klein sagt, sag ich mal, Verteidiger XY ist ein super Verteidiger und Sie sagen, nee, Verteidiger XY kann nichts. Wer entscheidet dann am Ende, ob der geholt wird oder nicht geholt wird? Mhm. Dann erwarte ich von Uwe Klein, dass er mich überzeugt. Ja, es ist so, also es ist ja keine neue Situation. Glauben Sie nicht, dass es, ich habe 13 Jahre mit Thomas Schaaf zusammengearbeitet. Nach außen hin waren wir ein Herz und eine Seele, aber wir hatten so viele Diskussionen und auch durchaus unterschiedliche Auffassungen über Spieler. Aber wir haben uns damit auseinandergesetzt und haben, entweder hat der eine den anderen überzeugt oder nicht. Und wenn nicht beide überzeugt waren, dann hat man es nicht gemacht. Und ich denke, dass grob gesprochen, da kommt der Trainer kommt auch noch ins Spiel. Also wir beide werden das nicht alleine machen, sondern dazu gehört eben noch der Trainer. Wir werden keine Entscheidung treffen, wo einer oder schlimmstenfalls zwei nicht mit leben können. Also das ist das Wichtigste, dass man eben, das ist auch wichtig für den Spieler, der kommt, ne, dass eben alle davon überzeugt sind am Ende und eben mit voller Werft dann auch an die Sache herangehen. Also das ist eine rein theoretische Situation, die entstehen könnte, aber nochmals, es geht bei jedem Transfer. Es ist ganz selten so, dass alle sich in den Armen liegen und sagen, jawohl, das ist der Spieler. Das ist, ich glaube, ich habe das einmal bei Kevin De Bruyne habe ich das erlebt, da waren alle überzeugt. Da ging es nur noch um den Preis. Aber ansonsten muss man sagen, guck mal, ich sehe die Möglichkeiten, ich sehe das Potenzial in einem Spieler. Wie ist es bei dir? Und das ist eigentlich auch das Schöne daran, dass man dann eben auch gemeinsam zu einer Entscheidung kommt, die dann am Ende von allen getragen wird. Und das sind dann gute Voraussetzungen, dass so ein Spieler auch bei einem Club sehr gut einschlägt. Thank you.